Wir hätten mehr Tore machen müssen, wir hätten weniger kassieren dürfen. Ja, Mann. Was soll ich sagen? Die Enttäuschung ist groß. Nach so einem Spiel ist es auch nicht einfach Worte zu finden. Wir müssen einfach gucken, dass wir daraus lernen und beim nächsten Mal einfach besser machen. Gerade nur hier auch immer schwer zu bespielen zu Hause und dann mit Regen, tiefer Platz. Warst du komplett fit? Bei 100% wahrscheinlich noch nicht, oder? Nein, bei 100% war ich nicht und ich denke die Mannschaft auch nicht nach der Corona-Pause. Aber der Gegner spielt auf demselben Platz. Es hat auch auf den Gegner eingeregnet. Am Ende gibt es für uns wahrscheinlich keine Ausreden. Was heißt wahrscheinlich? Es gibt keine Ausreden. Wir müssen das Spiel gewinnen. Wir spielen hier gegen den letzten Platz. Das ist aber Fußball, das gehört dazu. Wie gesagt, aus den Fehlern lernen und einfach besser machen. Und bei dir privat, wie geht's mit deiner Frau seit der Geburt? Alles top. Wir sind glücklich. Wir schlafen weniger. Aber das pegelt sich langsam ein. Ist das Schönste, was man haben kann. So. Familie ist das Beste, Mann. Das Glück als Vater. Wie lange kannst du aktuell schlafen? So? Ich kann eigentlich gut schlafen. Es ist einfach nur, dass ich öfter aufstehe. Aber ich komme auf meine 8 Stunden Schlaf und es wird immer besser. Alles klar. Ja, Mann. Ich wünsche euch alles gut. Nada war verletzt, durfte dann von Beginn an ran als Kapitän. Fontaine haben sie draußen gelassen. War Nada bei 100% und was war die Überlegung, ihn gleich von Beginn an zu bringen? Hat sie mit dem Tor zurückgezeigt? Ja, also wir haben ja bei allen Spielern ja so ein bisschen die Situation, dass sie entweder direkt aus der Krankheit kommen, aus der Quarantäne kommen oder aus der Verletzung kommen. Wir haben halt viele Spieler, die nicht bei 100% sind. Jetzt war es eine Abwägung, auch eine Absprache mit den Spielern, wie sie sich aktuell fühlen. Bei Nada ist es so, der hatte am Dienstag ein Pokalspiel schon gespielt. Philipp Fontaine haben wir direkt aus der Quarantäne am Dienstag erst auf die Bank dazugeholt. Und insofern hat er auch noch Trainingsrückstand wie so viele andere. Und ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir alle so schnell wie möglich an die 100% wieder ranbekommen, weil es warten ja noch ein paar Spiele auf uns.